So. Ja, schön, dass Sie nach der Mittagspause noch da sind. Ich hoffe, Sie konnten das leichte Mittagessen schon verdauen und sind wieder aufnahmebereit für meinen kleinen Vortrag zum Mobile Learning. Ich sehe das so ein bisschen, als möchte Sie kurz in das Thema einführen. Was sind bedeutende Technologien im Bereich Mobile Learning? Was ist Mobile Learning? Und eigentlich liegt der Fokus des Ganzen heute, Ihnen so ein paar Impulse zu geben, wie mobile Lernszenarien aussehen können. Das ist jetzt nicht nur Schule, sondern verstehen Sie es generell als Impuls und fühlen Sie sich ganz frei, das in Ihren Alltag zu integrieren. Ja, was sind bedeutende Technologien im Bereich mobiles Lernen? Hier steht wahrscheinlich jetzt nichts, was sich nicht einer von Ihnen schon gedacht hat oder gerade in der letzten Zeit vielleicht auch gelesen hat. Also als allererstes Apps ist nichts Neues, aber das war sicherlich das, was im Bereich des mobilen Lernens den größten Schub gegeben hat. Also diese Freiheit, sich kleine Programme selbstständig runterzuladen auf sein eigenes Endgerät und damit plötzlich ganz viele Sachen machen zu können. Also kombiniert mit Cloud Computing, wo man dann jetzt von überall auf Daten zugreifen kann, Programme nutzen kann, die man noch nicht mal mehr selber kaufen muss oder installieren muss, sondern die alle schon in der Cloud abgelagert sind, war das sicherlich einer der Hauptdriver. Virtual und Augmented und Mixed Reality hatten wir jetzt gerade schon verschiedene Vorträge. Deswegen passt das wahrscheinlich sehr gut, dass ich jetzt dran bin, weil das natürlich super Devices für Mobile Learning sind. Was ist jetzt Mobile Learning? Haben sich sicherlich alle schon gefragt. Die gängigste Definition ist, dass es einfach E-Learning ist mit mobilen Endgeräten. Das war auch lange Zeit, also Anfang des Jahrtausends, wie Sie sehen, so der Haupttenor oder die Hauptbeschreibung. Der Kern von Mobile Learning besteht darin, dass es sich um ein mobiles Endgerät handelt. Das ist natürlich nicht alles und im Laufe der letzten Jahre hat die Diskussion zugenommen und es haben sich so weitere Kernthemen herausgebildet. Dazu zählt vor allem die Mobilität. Also ist klar, beim Mobile Learning schon im Wort inbegriffen, aber diese Flexibilität, sich an verschiedenen Orten zu bewegen, war natürlich dann das nächste große Thema, was das Lernen so ein bisschen befreit hat, was Lernräume, neue Lernräume eröffnet hat oder auch alte Lernräume aufgebrochen hat. Der Kontext wurde dadurch auch relevanter. Also dadurch, dass ich mich ja von einem Lernumfeld in ein anderes bewegen konnte, wird natürlich dann auch plötzlich vielleicht das Umfeld, wo ich gerade drin bin, relevant oder kann relevant werden. Zusammen mit den ganzen Sensoren, die Herr Büchele ja so anschaulich vorgestellt hat, Entschuldigung, die mobile Endgeräte haben, kann man natürlich dann auch plötzlich kontextsensitive Lernformen anwenden. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen, es tut mir leid. Der wieder eingebrochene Winter hat mich doch erschlagen. Ja, also was liegt noch näher, wenn man mit mobilen Endgeräten, also gerade von Smartphones, spricht, als die Möglichkeiten zur Vernetzung und Kommunikation? Und natürlich, das ist so eigentlich gerade das aktuell meist besprochene Thema aus meiner Perspektive, Personalisierung und die Möglichkeiten der Personalisierung. Und auch da spielt es natürlich wieder in die Hand, wenn wir von eigenen mobilen Endgeräten sprechen. Wenn es schon das eigene Gerät ist, ist ja schon so eine Art erster Schritt für Personalisierung. Und je mehr man dann auch noch Inhalte oder auch also ja Apps mit Apps individualisiert und personalisiert man ja schon sein eigenes Gerät, aber wenn man dann auch noch innerhalb von Lernprogrammen zum Beispiel Lerninhalte auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten angeboten bekommt oder aus kontextsensitiven Informationen, weil man sich gerade an einem bestimmten Ort bewegt, ist natürlich Personalisierung ein interessantes Thema. Ja, das führt zu einer etwas breiteren Definition. Mit der ich Sie natürlich auch belästigen möchte. Also insgesamt kann man sich dann überlegen, was mobiles Lernen ja eigentlich noch mit bedenken sollte, also wenn man von mobilen Lernen spricht. Und das fasst jetzt dann die Sachen ein, die ich Ihnen gerade allen schon gesagt habe, aber eben noch hinzu kommt eventuell die Überlegung, auch die Lehrenden beim mobilen Lernen nicht auszuklammern. Also man hat ja immer einen sehr lernendenzentrierten Ansatz, was ja auch gut ist, aber nichtsdestotrotz darf man natürlich bei dem Lehr-Lern-Prozess, wie meines Erachtens der Name schon sagt, die Lehrenden nicht ausklammern. Ja, man könnte das jetzt unterteilen in so eine Art Mobile Learning im weiteren Sinne. Also alles, was wir mit mobilen Endgeräten machen, ist Mobile Learning. Und ein Mobile Learning im engeren Sinne, wo das Mobile wirklich einen Mehrwert generiert, wo wirklich Kontext zum Beispiel relevant werden kann oder eben, dass der Kontext irrelevant ist, relevant werden kann. Also wenn Sie mit dem Mobilgerät unterwegs sind und was unabhängig da von diesem Unterwegssein lernen, dann ist ja der Kontext schon relevant, weil es eigentlich ein Kontext ist, der nicht mit Lernen zu tun hat. Aber Sie sollten sich ja denken,
wenn ich im vollen Bus sitze, was kann ich dann lernen? Also wie groß ist da wohl meine Konzentrationsfähigkeit und wie komplex sollten dann vielleicht Lernprozesse gestaltet sein? Ja, also viele Versprechen und Erwartungen sind dementsprechend natürlich auch immer schon, also mobiles Lernen ist ja nicht neu, herangetragen worden. Also die Mobilität und die Kontextsensitivität und wie viel wir jetzt alle miteinander kommunizieren können. Und jetzt kann jeder mit jedem kollaborativ arbeiten, weil wir über WhatsApp und Facebook sowieso vernetzt sind. Und das führt natürlich dann also zu Forderungen nach Flexibilität. Die Unabhängigkeit von Zeit und Ort, kontextsensitives Lernen hatte ich ja schon zweimal gesagt, aber eben auch Kollaboration und die individuelle Förderung eben aus den Personalisierungsaspekten heraus. Wenn man sich das jetzt betrachtet, fällt Ihnen wahrscheinlich auf, beim E-Learning hatten wir doch auch vieles davon schon oder vieles davon wurde ja schon gehypt, als es können wir ja auch, mit E-Learning lernen wir endlich ortunabhängig, jeder wann er will. Aber so richtig ist es natürlich nicht. Also beim E-Learning war man ja immer noch sehr an diesen PC-Platz gebunden, wenn man auch zeitlich schon unabhängiger war. Ist diese örtliche Unabhängigkeit oder die Potenzierung davon schon ein Kerncharakteristikum des mobilen Lernens. Ebenso natürlich dann daraus erschließen dann auch diese Kontextsensitivität und dann nochmal speziell diese Kollaboration und diese individuelle Förderung. Kommen wir aber nun zu dem wirklich interessanten und viel anschaulicheren Teil, nämlich mobilen Lernszenarien. Man kann die nach verschiedenen Sachen kategorisieren. Ich habe mich nach einer sehr gängigen anschaulichen entschieden, und zwar nach diesen beiden Kerndimensionen Ort und Zeit. Also mobiles Lernen kann Ort und Zeit unabhängig oder eben abhängig sein. Daraus ergibt sich diese Matrix, die man wie folgt ausfüllen könnte. Und die würde ich jetzt gerne mit Ihnen einmal kurz durchgehen. Also, wenn das Lernen abhängig von Ort ist und abhängig von Zeit, wäre das so eine Art angereicherte Präsenzlehre. Kann man sicherlich darüber streiten, dass nicht eher nur noch ein Mobile Learning im weiteren Sinne ist, aber das ist sicherlich das, was am häufigsten mittlerweile schon Einzug gefunden hat. Also mobile Technologien haben Einzug gefunden in den physischen Lernraum, meist in den Klassenzimmern. Und es geht dann immer darum, die Lernenden zu aktivieren, die vielleicht auf ihren mobilen Endgeräten abzuholen, die sie ja ohnehin die ganze Zeit in der Hand haben. Entschuldigung. Die Klassiker sind Audience Response Systeme. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die wahrscheinlich schon einsetzt. Also wenn ihr Lehrende der Hochschule sind, sicherlich. Im Schulunterricht weiß ich es nicht so genau. Also ich kenne einzelne Beispiele, aber man soll ja mal vorsichtig sein mit Beispielen aus dem Privatleben. Ars Nova wäre so ein Tool, das ist sehr vielfältig einsetzbar. Das ist jetzt nicht nur so eine klassische Umfrage. Poll Everywhere oder Socrative oder Pingo ist von der Universität Paderborn so ein entwickeltes System. Das sind meist ganz einfache Technologien, wo Sie so Umfragen innerhalb einer Vorlesung machen können, die Sie dann an den Beamer schalten, wo die lernenden Studierenden auf Fragen über ihr Mobiltelefon antworten können. Dafür müssen Sie sich keine App runterladen oder irgendwas, sondern da müssen Sie sich einfach nur in diesen Raum anmelden und Sie geben denen vorher das Passwort für den Raum. Also es ist meistens sehr einfach umsetzbar. Virtuelle Pinwände gibt es auch. Also auch für die Echtzeitkollaboration im Klassenzimmer. So ein Beispiel wäre jetzt, wenn wir dieses Board nehmen und statt einer Metaplanwand darauf was sammeln, dann hätten wir auch ein virtuelles Medium verwendet. Es gibt da auch noch so ein paar smartere Lösungen, wo man dann von seinem eigenen Endgerät direkt was auf den Bildschirm fitschen kann. Also wo man nur mit so einer Streichgeste, ich glaube früher gab es auch mal so eine Wurfgeste mit dem iPhone und dann flog der Inhalt, ja Kontakte konnte man glaube ich auch mal so. Ne? Ja, genau. Ja, also iBrainstorm, wobei ich bei iBrainstorm, muss ich sagen, ganz ehrlich, gerade nicht weiß, ob es die noch gibt. Letztens hatte ich den nicht mehr gefunden. Ja, das war also die angereicherte Präsenzlehre, noch nicht besonders crazy. Die virtuelle Präsenz, das ist das, womit wir uns, Sie haben ja gehört, ich komme von der Fernuni, sehr viel beschäftigen, weil unsere Studierenden meistens nicht da sind. Da geht es dann darum, dass man Prüfungsszenarien oder Vorlesungen auch über Distanz einfach abhalten kann. Das ist auch gar kein neues Konzept, also das wurde schon über Satellitenübertragung, ich glaube in den 70er Jahren gemacht, aber jetzt natürlich um ein Vielfaches vereinfacht, sowohl für die Lehrenden als auch für die Lernenden. Also wenn man früher noch vielleicht doch zur Uni musste, um dem Professor aus Amerika zuzuhören, kann man das natürlich jetzt alles mittlerweile mit den Endgeräten zu Hause machen. Ja, als Beispiele, kennen Sie wahrscheinlich, Adobe Connect nutzen wir, Sie nutzen vielleicht Citrix GoToMeeting oder Skype, Google Hangouts, also ein ganz normales Videokonferenzsystem, bestenfalls haben Sie noch eins,
wo sie gleichzeitig eine Präsentation zeigen können. Das heißt, dass nicht nur das Bild von den Sprechenden übertragen wird, sondern noch das Präsentationsmedium. Dann habe ich noch dieses Beispiel mitgebracht, wo die Bildqualität auch mal nicht so richtig gut ist. Das ist von der Bauhaus-Universität Weimar. Das ist 3D-Telepräsenz. Fand ich total cool und hat jetzt auch ein bisschen was mit der virtuellen Realität zu tun, die Sie gerade gesehen haben. Also hat man sowohl so eine Brille auf, als auch, dass man sich so um ein 3D-Objekt bewegen kann und das eben nicht nur mit Leuten, die an einem Ort sind, sondern auch mit Leuten, die an verschiedenen Orten sind. Also Sie können damit sich dann ja alles Mögliche angucken, auch mit Leuten, die in Hamburg sind, ein Produkt besprechen oder einen Inhalt oder ein Architekturmodell einem besonderen Professor in weiß ich nicht wo vorstellen. Ja, das geht natürlich nicht nur face-to-face, sondern das kann man natürlich auch verbal, schriftsprachlich vielleicht machen. Etherpad ist so eine Möglichkeit, wo man in Echtzeit miteinander schreiben kann. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich habe von Studierenden gehört, die benutzen das oft auch für Gruppenabsprachen. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich. Man sieht zwar anhand der Farben, wer was geschrieben hat, aber letztendlich ist es jetzt nicht besonders schick formatiert, wenn man sich ansonsten in eher schöneren Sachen umsieht. Ja, ansonsten hier so digitale Pinnwände, Padlet benutzen wir schon mal ganz gerne, weil es so einfach ist. Das ist einfach eine digitale Pinnwand, da kann man alles drauf machen, Fotos, Videos, was schreiben, kommentieren, angemeldet, manchmal also auch unangemeldet. Also man kann nur eine Pinnwand machen, wenn man angemeldet ist, aber man kann auch was reinschreiben, wenn man nicht angemeldet ist. Und das ist halt so eine einfache Möglichkeit von so einem asynchronen Brainstorming. So, jetzt kommen wir zu dem, was man vielleicht als klassisches mobiles Lernen bezeichnen würde. Also das Lernen, was unabhängig von Zeit und Ort ist. Und als allererstes fällt Ihnen dann da wahrscheinlich ein, man sitzt mit dem Handy im Bus, also es sind diese klassischen Lehr- und Wartezeiten, für die mobiles Lernen eigentlich früher schon immer gehypt worden ist oder für die es ja von Anfang an immer so gedacht war. Also es geht darum, zu den Zeiten, wo man gerade nicht weiß, was man machen soll und eigentlich das Handy rausholt und allen WhatsApp-Kontakten eine Nachricht schreibt, könnte man diese Zeit ja auch nutzen und vielleicht was lernen. Ja. Dabei geht es dann meistens darum, dass diese Lerneinheiten natürlich klein und abgeschlossen sein müssen, weil man ja nie weiß, wie lange ist da jetzt jemand unterwegs oder vielleicht sollte deutlich sein, wie lange die Lerneinheiten sind. Und die müssen natürlich dann auch darstellbar sein auf diesen Endgeräten und für die gemacht sein. Also so einen Schaltkreislauf stelle ich mir jetzt irgendwie schwierig vor auf so einem Mini-Display oder so einen Grundriss von irgendwelchen Gebäuden oder keine Ahnung. Also es sollte dann schon dem Medium angemessen sein, plus eher Responsive Design war ja dann irgendwann jetzt oder Mobile First Ansatz, dass man direkt Lerninhalte so entwickelt, dass sie auf den mobilen Endgeräten schön aussehen. Dafür dann manchmal halt auf anderen nicht mehr. Auch dazu gehört sowas wie MOOCs zum Beispiel oder Podcasts, die man sich runterladen kann auf sein mobiles Endgerät und sich dann unterwegs anhören kann. Mobile Moodle wäre auch noch sowas. Das heißt, eine Lernplattform, also dann schon fast im Sinne von so einem verlängerten E-Learning, eine Lernplattform hat auch einen mobilen Zugang entwickelt, der eben nicht über den Browser geht und diese hässliche Darstellung hat, sondern der schon eine verschlankte mobile Zugangsweise hat. Dazu gibt es natürlich auch noch was anderes, also so kleine Quiz-Apps. Hier habe ich mal Quizlet und Cram, das sind so Karteikarten mitgebracht, die man relativ einfach umsetzen kann. Also die können nutzen wahrscheinlich ihre Schüler und Studenten, wenn sie die noch nicht benutzt haben, sowieso schon. Also viel diese Karteikarten, um was zu lernen, Vokabeln, Definitionen, Inhalte. Und Quizlet ist jetzt sogar richtig verspielt geworden. Also hier sieht man sogar so eine Zuordnungsaufgabe, das ist eine Zelle. Und dann kann man hier die Fachbegriffe den Sachen zuordnen. Also hier, ja, weiß ich nicht, also wissen Sie ja, ne? Zellwand, das habe ich noch hingekriegt. Kann man da auf jeden Fall lernen. Wir von der Fernuni setzen gerade eine App ein, die heißt ReflectFU. Da geht es aber dann nicht um wirkliche Lerninhalte, sondern eher um so, also ums Reflektieren, also den Studierenden Fragen zu stellen auf ihrem mobilen Endgerät, was hat dir dieses Semester, also ne, wie war deine Zeitplanung, bist du gut hingekommen, wie planst du dein Semester das nächste Mal, was könntest du besser machen, was nicht, womit man dir so ein bisschen in ihrem Studien unterstützt. Das ist jetzt nicht direkt dann, was die Lerninhalte fördert, aber was denen hilft, ihren eigenen Lernprozess zu managen und die so ein bisschen in dieser Selbstlernkompetenz stärkt. Und das funktioniert tatsächlich gut, das gleiche haben wir auch auf Moodle ausprobiert, also nur in der Lernplattform und eben in dieser mobilen Komponente und wer hätte es gedacht, in der mobilen Komponente nutzen die Studierenden das tatsächlich öfter.
Ja, jetzt lustigerweise auch ein Beispiel, was der Kollege von der HoloLens auch hatte. Hier dieses, diesen Menschen, in diesem, wo man in den Körper gucken kann, dieses biologische Beispiel und die Konstruktion von Autos. Also das wäre so das, was man klassisch so als Virtual oder Mixed Reality bezeichnen kann. Egal, wo man ist, man setzt sich so eine Brille auf und kann sich Lerninhalte angucken. Das macht natürlich Sinn, zum Beispiel bei dieser, ja, ich glaube, das ist so eine, das sind so Röhren- und Abflusssysteme-Konstruktionen. Wenn man die geplant hat auf so einem Papier, ist das natürlich viel schöner. Man kann sich die mal in 3D angucken und drumherum gehen. Der Dozent kann einem noch zeigen, wo das definitiv nicht ablaufen wird. Ja, ansonsten bietet sich das natürlich auch sowas an wie für Training von Monteuren oder Technikern. Also es gab mal dieses Beispiel, dass diese Monteure, die so riesige Tanks reinigen müssen, da kann halt kein Zweiter mit rein und gucken, ob die das richtig machen. Wenn der einer drin ist, ist halt voll. Wenn der aber jetzt eine Frage hat, ist auch relativ schwierig zu beschreiben, was das Problem ist. Also für solche Situationen oder wo es halt besonders gefährlich wird im Bereich Medizin, hat es ja der Kollege auch schon mal kurz angedeutet. Jetzt kommen wir zu diesem letzten Teil, den ich Ihnen gerne noch zeigen würde. Situiertes, kontextualisiertes Lernen. Das ist das, was zwar zeitunabhängig ist, aber ortabhängig. Und das finde ich auch besonders schön, weil es das eigentlich ja wieder so ein bisschen umdreht. Also wir haben uns ja die ganze Zeit gefreut, dass wir jetzt unabhängig von Zeit und Ort lernen können, weil digitale Medien uns so unglaublich flexibel machen. Und hier wird man wieder gezwungen, an einen Lernort zu kommen und sich wirklich irgendwo hin zu bewegen und dann da, wo es auch relevant ist, die relevanten Informationen zu bekommen und zu verarbeiten. Ach ja, habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben. Ja. Da gibt es zwei schöne Beispiele, die Lernorte und die Lernpfade. Die Lernorte ist ein relativ altes Beispiel, das kennen Sie vielleicht schon. Ich habe es trotzdem mitgebracht, weil ich es so toll finde, von der Uni Hohenheim. Und zwar ist das die Lernorte-App, das ist angedockt an deren ILIAS-Lernplattform, wo die Dozenten den Studierenden Orte markieren können, wo die Studierenden sich hinbegeben müssen und dann da erst die Lernaufgabe oder Lerninhalte empfangen. Also das bot sich jetzt da zum Beispiel an in der Agrarwirtschaft oder bei den Biologen, dann gehen die da in das Schmetterlingshaus und müssen da irgendeinen Falter finden. Aber die bekommen halt die Aufgabe und auch weitere Informationen erst, wenn sie da sind. Und wenn der dann erklärt, wie zum Beispiel jetzt hier die Wabe von der Biene aussieht, dann müssen die halt an diesen Bienenstock gehen, dann kommt auf dem Handy dann wieder irgendwas Weiterführendes und da können die dann sich damit auseinandersetzen. Also das ist so ein bisschen umgedreht schon fast wieder. Ja, was Ähnliches haben wir auch entwickelt, sind die Lernpfade. Da hört man dann, da kann man so lernen, ja, wie so eine kleine digitale Schnitzeljagd, so verschiedene Punkte angeben, mit Inhalten oder Aufgaben versehen, die Studierenden dann ablaufen müssen und sich die Inhalte sozusagen abholen oder erledigen. Also wie gesagt, am besten ist natürlich, man hat dann auch einen Bezug zu dem Kontext und schickt die jetzt nicht zum Metzger, um zu lernen, was Rousseau über Freiheit gesagt hat, sondern es geht dann schon darum, das auch kontextbezogen anzubieten. Also zum Beispiel in die Bibliothek zu gehen und da dann nochmal weitere Informationen zu bekommen, wie recherchiere ich eigentlich wissenschaftlich, wie funktioniert denn wissenschaftliches Arbeiten. Genau, da gibt es natürlich jetzt besonders schöne Beispiele aus dem Bereich Augmented und Mixed Reality. Ich würde das einfach mal im Hintergrund laufen lassen. Ah ja, das mag man als Apple-User immer besonders gern. Wenn das kommt, heißt, es geht gerade nichts. Es kann dauern. Ich erzähle Ihnen einfach, was passiert. Also es ist eine Augmented Reality Brille. Oh, jetzt geht's los. Wie aufregend. Genau. Also die Musik ist nicht so wichtig. Erstmal ist es auch ein Produktvideo. Also es geht um Fertigung von so Plastikteilen für die Automobilindustrie. Das ist hier der total stolze Chef des Ganzen und die haben das tatsächlich geschafft, dass sie für die Einarbeitung und für die Arbeit der Mitarbeiter diese Brillen einsetzen, also das ist eine Augmented Reality Brille und zusätzlich noch an der Hand befestigt haben so ein Armband. Und da gibt es einfach zwei Versionen von, einmal ist das Armband, da können die direkt den QR-Code der Sachen, die sie aus dem Regal entnehmen, einscannen, also die Brille sagt ihnen erstmal, welche Sachen sie für die Bestellung benutzen sollen, holen sollen, dann fahren sie da so hin. Und wenn Sie das aus dem Regal nehmen, scannen Sie mit dem Handgelenkscanner, also das heißt, Sie haben die Hände frei, können Sie das direkt einscannen, dass Sie das genommen haben, in Ihren Wagen legen und die Information wird direkt verarbeitet, dass Sie das getan haben.
Also dadurch wird die Fehlerquote wohl um bis zu 99% reduziert und die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht sich auch, weil sich manche Fragen einfach wohl nicht mehr ergeben. Ja, gleichzeitig, was Sie jetzt hier sehen, ist natürlich auch möglich, die bei der Wartung von Maschinen direkt zu unterstützen. Das heißt, wenn einer eine komplizierte Maschine wartet und nicht weiß, wie es weitergeht, kann der andere direkt auf die Brille zugreifen, der irgendwo anders sitzt, der Experte, und direkt mitteilen, wie die Reparatur funktioniert. Genau. Da das jetzt schon so unglaublich gut geklappt hat, zeige ich Ihnen das andere hier auch noch kurz. Und das geht halt auch ohne Scanner, und zwar einfach über RFID-Codes, die dann in so einem Armband sind. Das heißt, die Kisten sind schon so ausgestattet, dass wenn man reingreift, schon direkt erkannt wird, dass man ein Teil entnommen hat. Das heißt also auch gerade bei der Zusammenarbeit, auch, also Zusammenbauen auch von Teilen und diesem Zusammenstellen von diesen Produktkörben, passieren viel weniger Fehler. Und der Lernprozess dauert zwar länger, weil die ja die ganze Zeit angeleitet sind, aber dafür fehlerfreier. Also das heißt, Sie können, wenn Sie Mitarbeiter einstellen und schulen, die direkt vollständiger einsetzen, ohne dass sie direkt so einen hohen Fehlerausschuss haben. Ja, und die haben natürlich auch die Möglichkeit, selber noch den Unterstützungsmodus zu ändern, das heißt von viel Unterstützung. Ich möchte, dass mir jeder Arbeitsschritt hier gesagt wird, bis hin zu wenig Unterstützung. Ich habe das jetzt hier schon voll drauf, kann man das selber so einstellen. Und der sieht dann so ein bisschen komisch aus, wenn die dann, also wenn der da so ein bisschen zombie-mäßig auf diesem Bildschirm starrt. Ich glaube, der fand einfach gefilmt werden doof. Ja. Genau, also das ist halt eine schöne Kombination, wo man mal den Einsatz sieht, also die nutzen das wirklich. Das sind jetzt reale Beispiele. Also ich finde, sonst ist das ja auch mal oft so ein bisschen Leuchtturm. Und klar machen das wahrscheinlich noch nicht viele, aber also die Firma, die das hier gemacht hat, ist Ubimax. Die haben das schon bei einigen Unternehmen allerdings bisher noch nicht in der Schule. Vielleicht haben sie da ein schönes Szenario einsetzen. Dann könnten Sie sich da ja melden. So, das habe ich Ihnen jetzt gezeigt. Kommen wir kurz dann zu den Potenzialen, die mobiles Lernen meiner Meinung nach hat und vielleicht ja jetzt auch nach diesen kurzen Impulsen Ihrer Meinung nach hat, wobei ich natürlich auf jeden Fall von Potenzialen sprechen möchte. Weil natürlich kann man damit Lernen flexibler machen und durchgängiger und persönlicher und alles. Aber das Problem ist ja dann meistens, wie man diese Potenziale nutzt. Und deswegen sollte man sich natürlich auch gut überlegen, also beziehungsweise kann man natürlich auch diese Hindernisse, die da entgegenstehen, auch nicht vergessen. Also man braucht eine technologische Infrastruktur, die funktioniert. Also es fängt ja meistens schon in Schulen speziell beim Internet an, also WLAN. Das Problem haben wir sogar an der Hochschule manchmal. Man braucht aber auch das Know-how, also nicht nur für die Infrastruktur, sondern auch für die Geräte. Man braucht Medienkompetenz auf beiden Seiten. Ich habe ja gerade am Anfang gesagt, es geht ja nicht nur um die Lernenden, dass die Medienkompetenz haben, die Sachen zu benutzen. Wir brauchen ja auch Medienkompetenz der Lehrenden, um sich überhaupt Szenarien zu überlegen, das zu nutzen. Deswegen auch nochmal der Punkt, Sie brauchen engagierte und interessierte Lernende und Lehrende. Aber Sie brauchen eben auch Geduld, weil meistens funktioniert das nicht am Anfang. Und meistens werden Sie damit leben müssen, dass selbst wenn Sie total euphorisch mit was begonnen haben, Sie am Anfang feststellen, es geht ganz langsam, es läuft viel schief, und dann am Ball zu bleiben und weiterzumachen, ich glaube, dann kommt man auch dahin, dass es nachhaltiger wird. Vielen Dank.